YouTube. Da bin ich wieder. Und zwar habe ich eine fantastische Neuigkeit für euch. Und zwar habe ich meine Papiere endlich wieder gefunden. Okay. Alright, that's good. Von dem Roller, ne? Also alle Papiere, also die Puffbescheinigung auch, also alles war weg, eine Betriebserlaubnis war weg. Dann auch hier die Drosselpapiere hier von dem hier, ne, weil der hat ja hier. Ne, Mofa-Zulassung. Ja, ne. Dann noch, also wie gesagt. Betriebserlaubnis war weg von dem. Dann noch die Drosselpapiere von Alpha Technik, glaube ich. Also Mofa-Drosselsatz, glaube ich, oder so, als Nachweis. Genau. Ja, dann noch, wie gesagt, die Versicherungskennzeichenpapiere von der Hook. Und noch meine Prüfbescheinigung. Ne? Diese vier Sachen. Ne? Waren alle weg. Nein, doch. Ja. Ne? Und von daher habe ich mir jetzt überlegt, da ja, dass die Kosten langsam überhand nehmen. Weil ich bräuchte ja auch noch einen neuen Motor, weil der hier ist ja auch nicht mehr ganz okay wegen der Riemenscheibe. Ihr wisst Bescheid, dass sie sich nicht mehr löst. Ja. Ja. Und da habe ich mir jetzt was überlegt, und zwar habe ich mir jetzt für 350 Euro einen anderen Roller gekauft. Boah, mir ist kalt, ich zitter schon wieder. Naja, wie gesagt, ich habe mir für 350 Euro bei eBay Kleinanzeigen einen anderen Roller gekauft. Und ja, ich blende mal kurz einen Countdown ein und ja, na, dann zeig ich euch den mal ganz kurz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yo, das ist er. Das ist jetzt mein neuer Roller. Na, das ist er. Ja. Das ist wieder so ein China-Roller, aber wie der hier. Aber naja, egal. Na, hab ihn heute bekommen. Na, anmelden muss ich auch noch. Na, als Mofa schon eingetragen in den Papieren. Ja. Na, wie man unschwer erkennen kann, ist das hier ein Rex RS450 Street mit unglaublichen, mit richtig wenig Kilometern, mit 3134 Kilometer laut Vorbesitzer, und das ist übelst wenig. Na, das ist richtig wenig. Na, und ja, da habe ich dann so einiges vor, noch damit. Na, also jetzt nicht irgendwie Tuning oder so. Können wir mal hier. Ja. Also da muss noch ein bisschen, ja, ein bisschen was dran gemacht werden, habe ich noch vor. Ja, so ein bisschen. Hier zum Beispiel, aber naja, dann halt hier immer die Schraube, das Gewinde ist abgebrochen, da
ist so ganz. Ja, dann auch hier. Ist auch noch. Nee, ist heute abgebrochen. Naja. Aber so im Großen und Ganzen. Ja, können wir mal anmachen. Übelst wenig Kilometer ein. Ja, wie gesagt, da funktioniert noch alles dran. Bremsen richtig gut. Ja, richtig cool. Auch hier vorne. Ja, richtig cool. Da auch. Jo. Diese Knopf finde ich auch cool. Die finde ich irgendwie geil, den Knopf. Jo. Ein bisschen Soundcheck mal machen. Gucken, ob er anspringt. Das hier muss noch mal. Mal hier auf die Beschriftung ab. Ja. Und dann noch da. Und gucken wir mal oben an den Ring. Ja, das wollte ich auch mal sagen. Und jetzt, wie gesagt, kurz mal den Soundcheck. Gucken, ob er auch anspielt. Ja, ich denke mal schon, ne? Perfekt sogar. Richtig geil. Ja, läuft doch schön ruhig. Wunderbar. Und qualmt nicht. Ach, und das finde ich übrigens, ja, einziger Minuspunkt ist übrigens, dass das halt hier so ein bisschen, wenn ich das abschließe, in meinen Roller, finde ich so ein bisschen übertrieben viel das Spiel vom Lenkradschloss. Naja, was wollen wir da machen? Typisch Chinesen. Naja. Jo, genau, das war's mit diesem kleinen Vorstellungsvideo. Und ja. Na, dann gehe ich jetzt mal wieder rein. Bei mir ist kalt. Na, Erkältung ist zwar weg, aber ja, trotzdem ist mir kalt. Wie gesagt, und ja. Na, dann. Wie gesagt, dann bis die Tage und ja, gib mal so
einen Kommentar ab, was der jetzt sagt zu meinem neuen Roller. Ne, und ja, wie er den findet. Na, das auf jeden Fall. Jo, genau, dann würde ich sagen, dann bis die Tage und jo, dann haut mal rein. Und ciao. Bye, bye. Ma, tschüss. Get a pop.